Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, ich bin gerade nicht in meinem Studio, sondern in Berlin. Was es damit auf sich hat, das seht ihr dann, denke ich mal, im Laufe der nächsten Wochen. Ja, wie fandet ihr eigentlich das kleine Intro? Es war jetzt so ein kleiner Fun-Beat, den ich gebaut habe aus Tubos Insta-Story, weil ich dachte mir, hey, daraus kann man was Lustiges machen. Und ja, vielleicht gefällt es euch und ihr möchtet öfters sowas sehen als Intro. Schreibt es doch in die Kommentare, es würde mich freuen. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken an die Leute, die mir jetzt wieder so cooles Feedback zurückgegeben haben, dass ihnen das Format gefällt, wie ich jetzt zum Beispiel Filmscoring gemacht habe. Und ich habe auch schon gefragt, was ihr als nächstes sehen möchtet, und die Wahl fiel dann auf EDM. Und ja, mal schauen, was ich da konkret machen werde. Weil ich habe da nochmal bezüglich genauer gefragt, was ihr da gerne haben möchtet. Und dann kam letzten Endes nur raus, egal, Hauptsache es ballert. Okay, gut. Mache ich dann irgendwas, was ballert? Freitag ist ja Juice Arten von Rappern online gegangen, die YouTuber Edition 2, glaube ich. Und ich hatte ja wieder meine Finger im Spiel gehabt, was die Musikproduktion angeht. Einige haben gefragt, wie sieht das bei Ju aus, wenn du für ihn Musik produzierst? Und da habe ich gedacht, okay, dann zeige ich euch das mal jetzt anhand von Arten von Rappern. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Es ist nichts Besonderes, aber so seht ihr dann, wie ich halt für Ju die Sachen mache. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und los geht's. So, wir sind wieder in Ableton und schaut euch das an. Das sind ein paar Tracks, die ich gemacht habe. Oder aus der Ansicht, ja, ja. Grob überschlagen 145 Spuren. Nur für das Instrumental, für das ganze Arten von Rappern gemacht. Dann kommen noch die einzelnen Takes von Ju. Das waren dann auch nochmal 60, keine Ahnung. Es waren einfach sehr viele Spuren. Damit ich die komplette Kontrolle hatte über das Mixing, und deswegen sind das so viele Spuren geworden. Wie man hier sieht, ich habe hier auch einzelne Tags gesetzt. Also hier ist das Intro, dann kommt Emra, dann kommt Alblali, dann kommt Dena, Tanzverbot, Jero und Rezo und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir fangen vom Intro an. So, wie ist das Intro aufgebaut? Es klingt schon sehr geil. Ich fand's auch geil, als ich das gebaut habe. Es fängt einfach mit so einem Sample-Chop an, das ich mir zusammengestellt habe. Leider sieht man nicht, wie ich es genau gechoppt habe, weil es in einem anderen Projekt war. Ich muss dazu sagen, ich dachte, kurz bevor das Projekt fast ready war, kam dann Drew zu mir und sagte, yo, Vince,
deine Beats sind zu serious. Das war 2 Tage bevor Release des Videos. Das heißt, ich musste komplett den ganzen Beat neu bauen. Also die Beats. Es war auf jeden Fall sehr viel. Es war eine Nacht- und Nebel-Aktion und wow. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie schnell ich doch arbeiten kann, wenn ich unter Zeitdruck stehe. Drums. Bass. Ist das Toms? Ja. Ich muss noch was zu dem Projekt sagen. Das ganze Projekt habe ich so gut wie gar nicht mit VST-Plugins eingespielt, sondern ich habe es wirklich mit meinem Keyboard, mit meinem Korg Tritner aufgenommen und es hat mega Spaß gemacht, alle Sounds da durchzugehen und eins. Hier zum Beispiel die Orgel, die fand ich mega geil aus diesem Keyboard. Saugeiler Sound. Dann habe ich noch gescratcht. Also das sind keine Samples, die habe ich selber aufgenommen mit dem Pioneer-Gerät, was ihr immer hinter mir gesehen habt. Habe dann eine Kick aus irgendeinem anderen Track genommen und habe die dann reingeladen in den Pioneer und habe da mit dieser Kick rumgescratcht und das kommt dabei raus. Ne? Bei Emra war es ja so, er hat diese charakteristische House-Musik immer in seinen Videos und da wollte ich mich ein bisschen in die Richtung anlehnen. Dann wäre die Orgel und die Brasses. Victor, genau, das ist quasi der neue Beat. Ich blende euch mal den ursprünglichen Beat ein, den ich eigentlich gebaut habe. Und jetzt klingt der Beat natürlich so. Mit Klavier. Hier ist das Klavier. Das habe ich auch selber eingespielt. Also richtig nicht tight. Yeah. Und hier kam der Dönerbuden-Ali-Style ein bisschen zur Geltung. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Also die Drums, die im Halftime sind, das ist halt wirklich an diesen Hände nach hoch angelehnt. Aber ich wollte nicht diesen ernsten Ton fahren, sondern ja, wirklich, es sollte alles spaßig klingen. Ah, hier sind die Stems von Dönerbuden-Ali. Lass mal hören, was ich da alles eingebaut habe. Irgendein Synthi-Bass, den ich aus meinem Keyboard hatte. Dann, was ist das hier? Oh mein Gott. Was habe ich für eine Scheiße gespielt? Hat aber irgendwie gepasst, also habe ich es so gelassen. Dann Streicher, obwohl hier steht noch Koto. So, jetzt gebe ich euch mal was ihr bestimmt kennt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich sag nichts dazu, ihr schreibt einfach: Was ist es? Und? Mehr war es nicht. Die Drums. Jetzt kommen wir zu Dena. Ihr hört, ich habe hier noch so Formel 1 Rennfahr-Sounds eingebaut und irgendwelche quietschenden Reifen. Und dann noch so einen lustigen Vocal-Synthi, der hier ein bisschen wie alle meine Hähnchen rumspielt. Machen wir weiter, wir gehen zu Tanzverbot. Ich habe mich ein bisschen an seiner Single orientiert, die er veröffentlicht hat. Das war, ich keine Ahnung, was das für eine Musikrichtung war. Die Claps. Musik an Claps.
Ursprünglich hatte ich sogar Drum and Bass für ihn angedacht, aber habe dann gemerkt, das ist ein bisschen zu stressig. Auch wenn dann Judah drüber rappt, dann geht der, glaube ich, total unter. Und ich habe es dann sein lassen, habe dann wieder den Originalbeat genommen. Ja, kommen wir zu Jero. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt, weil ich keine Ahnung hatte, was er so wirklich auf YouTube macht. Weil ich gucke nicht so viel YouTube, muss ich ehrlich sagen. Hab dann irgendwelche Storytimes gesehen, auch von ihm, und ja, da war dann ein bisschen so dramatische, mysteriöse Musik dann immer im Hintergrund. Habe ich gedacht, okay, mache ich auch sowas. Das, was ihr gerade jetzt hört bei Jero, das ist auch eigentlich eine Überarbeitung. Ich spiele euch auch nochmal die andere Version von Jero. Die ist ein bisschen, ja, die ist düsterer. So, hier habe ich jetzt die überarbeitete Jero-Version und wir hören mal rein. Kommen wir nun zu meinem Lieblingspart, Rezo. Ich weiß, er mag Rock, ich mag auch Rock. Und ich habe also mir gedacht, gebe ich ihm mal so ein Rockbeat. Das, was ihr in Juice Video gehört habt, das ist natürlich auch eine überarbeitete Version, weil ursprünglich klang das so. Und Ju meinte aber dann, mach was Fröhlicheres, was Fun macht. Und dann habe ich noch mal mich hingesetzt und noch mal alles überarbeitet. Ich weiß auch nicht, warum ich hier Bibi geschrieben habe. Es ist aber eigentlich Revi. Sorry, Revi. Hier seht ihr ein klassisches Paradebeispiel von Nicht-Benennen der Instrumente. Drum Rack. 126 Audio. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Bei Revi habe ich mir gedacht, okay, er macht ja not so cool Musik mit seinen Kollegen und der fährt schon die härtere Schiene, was seinen Sound angeht. Ursprünglich war es auch trappig angedacht, aber das habe ich jetzt rausgenommen und habe einen reinen Bild abgebaut, der wie folgt klingt. Jetzt kommt der Hammer. Ich sollte diesen Lizardman-Song dann nachbauen und ich dachte, was ist das? Und dann gehe ich auf YouTube und höre mir Lizardman an und ich dachte nur, what? Was? Ja, ich habe es dann gebaut und das ist dabei rausgekommen. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, wahrscheinlich wollt ihr sehen, wie diese Dubstep-Sounds zustande kamen. Das waren einfach irgendwelche Sample-One-Shots, die ich genommen habe, weil ich fange jetzt nicht extra an, Sounddesign zu betreiben, nur weil ich jetzt einen Growl haben will oder einen Wobble oder was weiß ich, was ich da alles verbaut habe. Weiter geht's mit Baby. Bei ihr habe ich eine Ukulele eingebaut, wie man hören kann. Ja, ich habe wieder Wap-Bap irgendwie eingebaut. Ja, weiter geht's zu Julian. Da gab es ja diese eine Szene, wo Julian oder Ju ein bisschen trauriger war und da hat Ju halt Wert drauf gelegt, dass ich gerade diese Szene ein bisschen highlighte musikalisch. Und das habe ich dann halt gemacht, indem ich einfach ganz andere Harmonien gespielt habe und noch eine Geige dazu, weil das ja ist ja gang und gäbe, wenn du was Trauriges hast, dann hast du immer eine Geige. Und das habe ich dann einfach eingebaut und das klang dann halt so. Und dann kam der Twist. Wieder in Happy, so nach dem Motto, ach, ist mir scheißegal, ich mache einfach mein Ding. Weiter geht's zu Ju. Ju hat eigentlich im Prinzip den kompletten Main Beat bekommen, weil es ist ja Ju's Kanal und da habe ich gedacht, okay, das ist der Beat, der eigentlich für Ju angedacht ist. Und der klingt halt so. Fast wie Julian.
Kommen wir zu Worldwide Wohnzimmer. Und zwar ist es ja so, bei denen ist ja im Intro immer dieser Chor, der dann ja singt. Und ich habe mir den Spaß erlaubt, ich habe das gesampelt und habe das einfach in den Beat mit einfließen lassen. Und es hat so Spaß gemacht, diese Orgel einzuspielen, die wie folgt klingt. Dann noch mit den Gitarren, die habe ich auch dann einfach recorded, ganz billig. Bass. Kommen wir zum besten Part überhaupt in diesen ganzen Arten von Rappern, Nebelnik. Aber ja, das Geilste ist einfach dieses. Mrs. Bella. Ich wusste nicht, was ich bei Mrs. Bella konkret machen sollte, weil sie hatte jetzt keine charakteristischen Songs in ihren Videos gehabt und wusste jetzt auch nicht, was ich da so machen sollte. Dann habe ich mir überlegt, okay, ihr Charakter, wie gibt sie sich? Und dann habe ich mir gedacht, so ein bisschen elegant, ein bisschen sexy und ein bisschen modern. Und dann habe ich das irgendwie zusammengemixt und dann kam das dabei raus. Kommen wir zu Apo R.E.D. Apo Red habe ich mir dann angeguckt, so was hat der denn so für Songs noch released? Yalla Habibi, glaube ich, was? Auf jeden Fall dieses Afro-Trappige und das habe ich dann übernommen und habe dann was Eigenes dazu gedichtet. Ich wollte auch ein paar Drake-Elemente reinbringen, also zum Beispiel diese Drum Machine, die ich irgendwo gefunden habe, aus so einer alten, uralten Orgel. Ich zeige euch mal das Drakeige, was ich jetzt hier eingebaut habe. Dann eine Gitarre noch. Noch eine andere Gitarre. Bass. Das Dancehall, Afro-Trappige. Dann noch diese Gamelan-Sounds aus meinem Triton habe ich dann eingespielt. Und das Ganze klingt dann so. Kommen wir zum Bodyformers. Und zwar habe ich da zum einen auch eine lustige Version und eine ernste Version. Und letzten Endes wurde dann die ernste Version oder die etwas motivierende Version genommen, weil die dann doch cooler war. Drums. Piano. Auch gehackt. Die Orgel. Von vorn. So Leute, das war's mit dem Behind the Scenes. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen hinter die Kulissen in der Musikproduktion zu schauen. Speziell für Juice-Projekte und wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten für die neuen Zuschauer, die sich für dieses Thema interessieren, gerne abonniert den Channel. Und wenn euch das Video selber gefallen hat, dann gerne mit einem Daumen. Ansonsten sage ich gute Nacht, es ist schon dunkel. Ich habe Hunger, ich gehe jetzt was essen. Ciao!